Hallo und herzlich willkommen hier in der E-Bike-Erlebniswelt. Erhard Murth in Lauda, mein Name ist selbst Erhard Murth. Die Gabi und ich, wir stellen Ihnen unser Vorführ-Faltrad Vitali vor, und zwar das Modell Country. Das Country, ich habe jetzt extra, die Gabi, die passt ja richtig zu dem Vitali, gell? Mit deiner Haar und mit deinem, ne, so und allem und Ding. Und du hast dich nicht einmal umgezogen und warst auch nicht beim Friseur. Nein. So. Aber wenn ich es gewusst hätte, wäre ich gegangen. Nee, es passt ja. Technisch, das ist unser leichtestes Faltrad, also ohne Akku liegen wir so bei 18, 19 Kilo rum. Mit Akku sind wir dann bei 1,22 Kilo. Es hat eine 7-Gang-Schaltung mit Rücktrittbremse. Ist praktisch, weil Frauen sind das manchmal gewöhnt. Ne? Rücktritt, ja. Und dann fühlen sie sich sicherer, okay. Obwohl die Bremse auch prima sind, gell? Ja, zwei Handbremse haben wir. Das Besondere an der Vitalis ist ja, wir haben ein Antriebssystem, welches mit einem Tempomat funktioniert und mit einem Drehgriff. Mhm. Wie fährst du am liebsten? Mit der Anfahrhilfe und dann aber mit dem Tempomat. Also mit der Unterstützungsstufe, ne? Genau, also ist der Tempomat. Und wenn du jetzt in der Stadt bist, so? Dann nur mit dem Drehgriff. Gell? Ja. Also das haben wir auch festgestellt, mit dem Drehgriff hat man eine Mordsbeschleunigung und kann direkt fahren. Da ist man. Und vor allen Dingen, man kann die Füße stehen lassen und kann einmal durch die Fußgängerzone sitzen bleiben. Und beim Anfahren vor allen Dingen, Man muss jetzt nicht irgendwie das Pedal in die Anfahrposition bringen, muss sich einfach wie man drauf sitzt, kann man losfahren, ja. Vor allen Dingen, wenn man eingekauft hat, hat einen schweren Korb hinten drauf. Ja. Und dann muss man nicht das antreten, das Rad, sondern das fährt an und man tritt dann einfach weiter, wenn es die entsprechende Geschwindigkeit hat. Ne? Und am Berg anfahren. Ah, das ist klar. Oder ja. Musst du es auch mal hochschieben irgendwie? So ja, aber da bei uns ist also ziemlich bergig da in der Gegend. Manchmal hat man so Rampe, wo man nicht fahren kann. Und dann läuft man halt hoch. Und das läuft nebenher, ne? Ja, genau, mit der Schiebehilfe. Anfahrschiebehilfe ist das Gleiche. Die Schiebehilfe, die funktioniert, was interessant ist, gerade speziell für Frauen, die funktioniert immer, wenn man den Akku eingeschaltet hat. Und egal, ob man jetzt drauf sitzt oder ob man läuft, genau. Man kann immer drehen. Man muss halt dann, wenn man läuft, nicht ganz so schnell drehen, sondern muss man schnell laufen. Gut, es ist gedacht oder geeignet, alle Vitalis, auch für kleine Frauen. Ja. So klein bist du jetzt nicht, aber ich mache mal kurz das Sattel runter. Genau. Also, ne, also manchmal kommen Damen zu uns oder Männer. Und 1,50 Meter haben wir schon. Ja, bis 1,40 Meter runter können wir machen, auch für Kinder zum Beispiel. Interessant ist, E-Bikes dürfen auch für Kinder und Jugendliche gefahren werden. Und wir haben eine extra lange Sattelstütze, so könnte ich mitfahren mit 1,87 Meter rum. Geht auch. So, dann machen wir es wieder runter. Also es ist praktisch ideal, um aus der Stadt rauszufahren, in die Natur, seine Radtouren zu machen, einzukaufen, das ist so, ne? Das magst du auch. Ein robuster, zuverlässiger Begleiter für alle Zwecke. Egal, ja. Ob du jetzt einkaufen gehst, ob du aufs Picknick fährst oder ob man irgendwas mitnimmt, oder ob man Kind hinten drauf sitzt. Es ist eigentlich sogar mit Hänger, ne? Es wird teilweise. Ich fahre viel mit Anhänger mit. Mit ja. Kinderanhänger, mit Lastenanhänger, alles dabei. Gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt bei dem Rad. Ja. Und, sogar mit dem Rehenverdeck kann man fahren, passt auch drauf. Ne? Das ist zum Beispiel interessant, haben wir noch gar nicht. Oh, das können wir ja noch vorstellen. Ja, das sind erstmal die wichtigsten Merkmale. Unsere Vitalis sind Modewort nachhaltig. Also sie sind besonders wartungsfrei und verschleißarm. Mhm. Sie haben also minimale Folgekosten, das ist auch interessant. Und sie können viele selber machen. Wir geben da auch Anleitungen dazu. Das ist unser besonderer Service für unsere Kunden. Das heißt, sie haben geringe Folgekosten. Also wenn Sie hier einmal bei uns das Vitali gekauft haben und dann haben Sie viele, viele Jahre, sind Sie mit zufrieden und bei minimaler Ausgabe. Also ich habe schon Kunden mit 20.000 gehabt, die haben unterm Strich 100 Euro gebraucht für diese Entfernung, wo sie zurücklegt. Man kann die Schaltung selber nachstellen, kann sogar ich. Was will man mehr? Ne? Ja, ich. So, also andere Details, die erwähnen wir noch in der anderen Vorführ-E-Bikes, die wir noch haben von der Vitali. Mhm. Eines möchte ich jetzt noch ansprechen. Bist du heute mit deinem Smart da? Ja,
Immer. Und du nimmst das ja auch im Smart mit, ne? Ich nehme das im Smart mit, deswegen fahre ich eigentlich nur das Modell, weil was anderes kriege ich nicht rein. Ich bin zuverlässig, muss ich das in der Mitte knicken können, so, damit ich es reinstellen kann. Zeigst du uns, ne, das mal, wie das du das magst? Dann, ja. Also dann, bitteschön. Achso, ja, Körble nehmen wir ab. Das, ja, also, das Körble nehmen wir ab und der Akku nehmen wir raus. Und der andere Korb, den zeige ich mir noch ganz, ja, kurz. Ja, das zeige ich mir noch schnell. Den wollen wir nur kurz, weil das, wenn man, das ist interessant, wenn einkauft, man einkauft, ne, dann hat man den Korb, der ist dann normalerweise dann zuverlässig verschlossen. Der kann bleiben, man kann die Tüte reinstellen, was auch sehr praktisch ist. Und kann dann die Tüte mitnehmen, der Korb bleibt drauf. Der ist also immer dabei, wenn man braucht. Und wenn man nicht einkaufen geht, ist natürlich die Tasche genial. Also nichts Schöneres wie die Tasche. Hinten drauf kannst du bepacken, die Seitenteile runterklappen. Da hast du alles drin. Also für Tagestouren und selbst schon längere Touren. Wunderbar. Und man kann trotzdem zuverlässig, auch wenn der Korb drauf ist, was habe ich zum Beispiel, Seitentasche montieren, wenn man fährt. Und das ist was wert, weil da geht richtig viel rein. Also die Claudi, ne, meine Frau, die Claudi, die fährt ja auch mit dem Fidali und möchte es auch nicht hergeben. Die sagt, es ist in der Stadt wesentlich, wenn man es einmal kaputt, flexibler, ja, und leichter wie andere E-Bikes. Die hat dann vorne einen Korb, die hat hinten einen Korb, ja, die hat noch Tasche dabei und links und rechts hat sie auch schon Tüte an der Lenker gehängt. Ich der Lenker gesagt, ist zum Beispiel noch besonders, ja, zu erwähnen, ist sehr angenehm zum Fahren. Man hat eine aufrechte Sitzhaltung, man ist nicht gebeugt, man hat keine Nackenschmerzen. Die Griffe sind total toll, man legt die Handballe drauf und hebt sich. Und durch die Form ist es einfach ideal zum Fahren. Und wenn man sich dann noch eine schöne Sattelfeder gönnt, wenn man ein paar Kilo mehr hat, dann ist es der perfekte, also das perfekte Rad, egal was man mit vorhat. Wie sagen wir immer, die eierlegende Wollmilchsau, ne? No, wie hören die sich an? Ja gut, dann sag ich mal, wie man es, wie man's, ja, verletzt. In das Smart, ne? So. Barfuß im Regen tanzen wir zu zweit und wir tanzen und tanzen und tanzen. So, also ich mache es immer so. Ich mache das Pedal nach unten, also für das Auto halt speziell so die Faltung. Mhm. Das nach unten, das klappe ich weg. Dann den Lenker brauchen wir bei dem Fahrzeug nicht runterstellen, wo es notwendig ist. Ehrlich? Das, ja, wo es notwendig ist, kann man ja ganz runterlassen. Ach so, du kippst ihn dann nur, ne? Ich kippe nur, ja. Moment, ich mag es, ist es so neu, neu, neu. Okay. Der lenkt sich automatisch dahin, wo er hin soll. So prima, ne? Das Sattel nehme ich ihm persönlich im Auto immer raus, aber ich habe auch eine Sattelfeder dran. Also wenn er so geht er auch ganz runter. Ah, ja, okay. Wenn wir ihn so haben, dann braucht man nicht rausnehmen, ne? Ja. Das hoch, Sicherheitshebel weg, da aufmachen, dann da so zusammenklappen. Und normal haben wir da noch so ein. Jetzt habe ich den Ständer stehen gehabt, wie ist das so? Weil da stört manchmal, wenn er drin ist. Das muss man ausprobieren. Also ich glaube, es geht auch so. Normal gibt es noch so ein Gummi dafür, so ein Spanngurt. Ist gerade nicht drauf. Dass es nicht auseinander geht. So. Dann machen wir hier auf. Oho. Da machen wir die Klappe runter. Gabi's Smart. So, jetzt. Und jetzt kann man es praktisch reinheben, ne? Also normal wird das, packst du mal kurz mit an, weil es sich so schon auseinanderklappt. Ach so, ja, das schwer ist es nicht, aber. Also ich hebe nicht mit an. Ich pack, nee, nur dass es beisammen bleibt. So, so stellt man es dann da rein. Guck, das ist doch ein bisschen störend mit dem Ständer da. Ja. Also den Ständer nicht mit aufklappen. Willst du ihn weg haben? Einklappen. So. Okay, aber es geht normal, geht es auch so. Und dann geht man noch einmal hin. Und justiert noch einmal ein bisschen weg. Ach, da ist das Ding. Guck, wir haben es bloß nicht gesehen. Ach, da ist doch. Ja, so, dann ist es natürlich besser. Dann kann man da so hinpacken. So. Und kann das da reinschieben. Gut. So. Müssen wir mal gucken, ob es rein geht. Noch ein bisschen dahin. Dahin. So. So. Und schwuppdiwupp. Und klappe zu. Schau, jetzt ist es drin. Wir könnten den Film jetzt noch einmal machen und dann wird es noch besser klappen. Ja, unbedingt, aber dann wäre es beschiss. So ist es beim ersten Mal. Ja, genau. Heute sagt man authentisch dazu. Und so sind wir. Kommen Sie bei uns einfach mal vorbei. Klappen Sie selber, es macht Spaß. Wir, ja, heben, der Chef hebt Ihnen persönlich den Schirm. Was will man mehr? Also, bis bald dann. Tschüss.